So, seid gegrüßt, hallo und willkommen zurück. Ihr fragt euch doch sicherlich, warum wir in den versunkenen Ruinen sind. Aber das will ich euch jetzt natürlich gleich erklären. Was ist das, dein Ernst? Wir haben erstmal Probleme, okay. Das heißt also erstmal ein paar Monster abschlachten, bevor ich euch das erklären kann. Ja, das hat einen ganz logischen Grund. Ist das eigentlich euer Ernst? Weg mit dir. So. Jetzt aber. Also, wir haben ja den Talisman von Yendo gesucht, waren in der Palastaußenzone, den haben wir dann auch gefunden. Und ja, es ist dann nicht mehr viel passiert, da haben wir ein paar Monster in der Palastaußenzone geschnetzelt und wir sind dann wieder nach Torchlight durch ein Portal gelangt und haben Hedge natürlich das alles gegeben und die Belohnung erhalten. Ja, dann haben wir den Ruhm und alles auch erhalten, sind dann auf den Markt gegangen, haben das Zeug verkauft, die Tränke eingekauft und dann bin ich auf die glorreiche Idee gekommen, dass wir mal eine Kartenschriftrolle aktivieren, die hier abgebildet ist. Und so sind wir halt nun hier gelandet, haben wieder Heiltränke und das ist eigentlich auch schon die ganze Erklärung. Also es gab Probleme bei der Dekodierung bzw. beim Rendern. Und deswegen kann ich euch das leider nicht zeigen. Aber deswegen sind wir jetzt in den versunkenen Ruinen Ebene 1 und ihr wisst, was passiert ist. Das ist die Hauptsache. So viel dazu. Das lief suboptimal. Deswegen werde ich jetzt auch diese Folge ein wenig kürzer halten, um dann zu kontrollieren, ob sich dieses Problem noch weiter anhält. Aber ich denke eher nicht, dass das der Fall sein wird. So können wir dann die nächste Folge wieder frisch starten. Das ist jetzt natürlich ja, sehr suboptimal für euch. Ihr habt nämlich den Talisman von Yendor nicht gesehen. Aber das macht ja nichts. Der Talisman von Yendor, das waren einfach nur, wie bei allen Questgegenständen, diese zwei Goldsäcke, die abgebildet sind. Und darunter stand einfach nur, dass der Talisman von Yendor mal einem Hexenmeister gehörte. Das Breitschwert gehört natürlich keinem Hexenmeister. Aber ja, das stand halt darunter. Es gehört einem Hexenmeister. Und ja, das war halt ein wichtiger Gegenstand für Hedge. Wir haben ihm den Gegenstand gebracht. Und dann meinte er noch so in seinem Text, dass diese Aufgabe, die wir übernommen haben, von der gibt es noch mehr. Ja. Also heißt das, dass wir wahrscheinlich noch mehrere Aufträge von ihm annehmen können. Gut, dann hätten wir das, Hedge. Sonst noch etwas, was ich vergessen habe. Ach ja, die Kartenschriftrolle, die wir gerade aktiviert haben, die ist für Stufe 1 bis 10. Also sollten wir hier ohne Probleme durchkommen. Deswegen sieht das auch so leicht aus, während wir uns hier durch die Spinnen und die Gräber kämpfen. Wie gesagt, das war eine leichte Kartenschriftrolle. Aber das war's jetzt auch schon mit der Erklärung. Wir starten jetzt natürlich wieder frisch in den versunkenen Ruinen, wieder eine neue Ebene zu erkunden. Gilt es. Und ja. Nächste Folge werden wir natürlich wieder so wie gehabt starten. Davon gehe ich aus. Wenn uns nicht schon wieder diese Blutschüler und Zelots angreifen. Was haben wir denn hier wieder Schönes? Zusammengeklaut. Schuppenmantelweise 13 bringt uns nichts. Wir haben keine Magie. Und die plus 5 bringen uns nichts. Schuppenschutz klug, plus 6 Mana. Ja, nichts im Vergleich zu unserem verankerte Gerechtigkeit. Drachenschuppenstulpen 24 bringt auch nichts, das auch nicht. Ja, 200 sowieso nicht. Ja, man sieht, die Anforderungen hier, auch von den Waffen her, sind noch relativ niedrig. 200 ist nicht gerade viel, aber ausreichend für den Anfang. Da wir aber schon Stufe 40 sind, sind wir natürlich Besseres gewohnt. Natürlich sind die versunkenen Ruinen wieder verseucht von Spinnen
Versklavten und Blutschülern. Wie sollte es dann auch anders sein? Hat der Rüstungsständer was für uns? Schuppenschutz und noch etwas anderes, aber dieses Skelett geht mir gerade auf den Nerv. Ist da hinten etwas? Nein, das ist eine abgebrochene Brücke. Hier noch etwas, was wir looten können. Nein? Doch, 8 Gold. Hier noch irgendwas? Außer Schimmelpilze? Bollwerkschild, ein Mana-Schrein und verschiedene Körbe. Natürlich nehmen wir alles mit. So wie gehabt. Jetzt hat sich natürlich auch unser Trankproblem in Luft aufgelöst, wie ich das damals schon angesprochen hatte, dass wir mal nach Totschleid müssen, um Tränke zu kaufen. Müssen wir jetzt nicht mehr, denn wir haben jetzt genug. Weil wir waren ja in Totschleid. So, ein Eibenbogen und ein Großbogen bringen uns aber in dem Sinne nichts. Weil wir ja keine Bogenschützen sind. Kein Fernkämpfer. Hier auch nichts? Gut, dann werden wir mal den Ansturm verwenden. Vielleicht sind wir dadurch schneller. Naja, auch nicht sonderlich. Nicht sonderlich. Wir haben jetzt nur sinnlos Energie verschwendet. Naja. Wollte ich mal ausprobieren. Weil... Das musste auch mal sein. Ich habe nicht genug Mana. Na, dann brauchen wir einen Mana-Trank. Ganz einfach. Davon haben wir noch 3. Wow. Natürlich können wir jetzt auch nicht mit den gewaltigen Tränken hier rechnen. Also gewaltige Mana-Tränke und dergleichen werden wir hier wahrscheinlich nicht finden. Aber das, was wir hier finden, das sollte eigentlich ausreichend sein. Da liegt noch etwas. Und die Spinnen hier sind natürlich auch wieder vertreten. Stadtportal-Schriftrolle und 4 Gold. Ist da noch etwas? Ja, da sind die Schuppenhandschuhe. Die vergesse ich nicht. 3 Gold. Noch mehr Gold. 7 Gold. Ja, man sieht wieder, Gold ist hier richtig häufig vertreten. Die Wege sind wirklich mit Gold gepflastert. Unser Gepäck ist voll, dann müssen wir mal ein bisschen Platz schaffen. Bestätigter Tiefenlootstein. Ja, das bringt uns nichts. Das auch nicht. Ja, das ist alles wieder Zeug, was wir verkaufen können. 9 gleich gar nicht, 14, 22 überhaupt nicht. Und der Tiefenlootstein, ja, den können wir mal behalten. Den können wir ja auch auf einen anderen Slot setzen. Wenn wir die ausgewogene Axt da weggepackt haben. Wayne ist auch schon wieder fast voll. Das heißt, er muss dann wieder langsam nach Torchlight, um unser Zeug zu entsorgen. Aber das kennt er ja schon. Die Wege kennt er ja schon. Und bringt uns immer eine gute Summe an Gold mit. Die wir natürlich auch richtig nötig haben und brauchen. So, 6 Heiltränke, 3 Mana-Tränke. Langsam war es das mit den gewaltigen Heiltränken. Wir werden noch ein bisschen hier durchhalten damit. Aber so viele sind es auch nicht mehr. Da ist noch ein Fischloch. Das teste ich gleich mal aus. Das haben wir ja lange nicht mehr gesehen. So, dann ans Fischloch und ein wenig Idylle genießen. Was haben wir denn hier Schönes? Ein Schmutzfisch. Wow. Okay, das war's mit dem Fischloch. Ich dachte, das Wasser ist klar und sauber. Und was angeln wir? Ein Schmutzfisch. Wow. Das hat es irgendwie nicht gebracht.
Einen Schmutzfisch. Oh. Ja, das hat es wirklich nicht gebracht. Na gut. Ich dachte, wir haben etwas Besseres da in dem Fischloch vielleicht an der Angel gehabt, aber nein. Das sollte uns aber auch nicht weiter stören. Wir begeben uns einfach weiter durch diese Ebene und schauen, was sich denn hier noch so einrichten lässt. Sie haben eine Falle ausgelöst. Vielleicht finden wir ja hier einen legendären Gegenstand oder sonst etwas Brauchbares. Wir wissen es nicht. Aber das ist ein Kartenschriftrollen-Level. Wir müssen nämlich auch unsere Kartenschriftrollen langsam loswerden. Denn die... Oh, was denn das hier Schönes? Denn die haben wir schon lange. Und ja, wir müssen sie auch loswerden. Was ist denn das hier? Spinnen, die nicht sehr stark waren. Gold und Fische. Taschenfisch, Blubberqualle, Feuerfisch, Fledermausfisch, Schmelzaal. Was ist denn das hier? Haben die Spinnen geangelt oder was? Albino Heilbutt, Tunnelhai, Blubberqualle. Mhm. Glutsteinfischauge. Okay, wir haben Fische gefunden. Und ein Heiltrank.